Jeden Fall. New Finance TV, wir wollen Ihnen gute Ratschläge geben. Ich hoffe, dass für Sie oder für euch was dabei war. Und wir haben sehr, sehr viele Fragen bekommen. Zum Schluss möchte ich noch eine Frage stellen, die auch immer wieder auftauchte, die aber jetzt mit unserem Thema gar nichts direkt zu tun hat. Aber wenn sie auftaucht, ohne dass wir sie angesprochen haben, dann heißt das, dass viele von euch, viele von Ihnen dieses Thema sehr bewegt. Das ist das Thema, das hat mit den Jungen und den Alten zu tun. Nämlich, das hat direkt jetzt gar nicht so, 18 Millionen Rentner in naher Zukunft, 44 Millionen Erwerbstätige. Wie soll das gehen? Weil die jetzt Erwerbstätigen zahlen ja im Prinzip die Rente. Was heißt das? Wo führt das hin? Dass ich selber vorsorgen muss und mich nicht rein allein auf eine gesetzliche Altersrente verlassen kann. Kann das auch die Rente für ab 70 sein, ab 72? Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Im Zweifel greift der Staat ja ein. Wir haben jetzt gerade gehört, dass das jetzt nicht geändert werden soll aktuell in der neuen Konstellation. Bleibt wohl bei 67. Also ich glaube, dass sich jeder für sich selbst Gedanken machen muss, in welchen Bereich will ich hinein, wie lange will ich sparen, wann brauche ich bestimmte Zahlungen. Und sich rein auf den Staat zu verlassen, ich glaube, das ist schon seit Jahren vorbei. Das ist nur ein Baustein, wie der Kollege gerade sagte, ist nur ein Baustein, ist das Thema gesetzliche Rentenversicherung. Es geht ja auch nicht nur um die Rente, sondern es geht auch um Konsum im Alter. Also all die Dinge, die man sich leisten will. Und da muss man einen eigenen Plan aufbauen. Das hat also aus meiner Sicht gar nichts mehr mit dem Staat zu tun. Das ist nur eine Basis, die es dann irgendwann geben wird. Und alles andere spielt sich drumherum mit dem Einkommen und mit dem Verdienst, den man hat. Also vergiss die Rente, tu was. Richtig. Und zwar, wie wir das vorhin schon gesagt haben, je früher, desto besser. Weil wenn der Zins eben so niedrig ist und wenn ich halt nicht mehr als 200 Euro, 150 Euro, 100 Euro sparen kann, dann muss ich diese dritte Komponente nehmen. Dann muss ich die Zeit mit ins Spiel bringen und möglichst früh anfangen. Und natürlich tatsächlich in das Richtige investieren und diese deutsche Angst beiseite lassen und diese Sparbuchzinsen einfach mal wegnehmen und sich überlegen, dass es auch deutsche große Unternehmen gibt, die auch eine ordentliche Dividende an ihre Aktionäre bezahlen. Ja? Oder mal selbst in seinem privaten Umfeld gucken, welches Handy habe ich, welches Auto fahre ich, welche Lifestyle-Produkte habe ich. Das sind alles Unternehmen, denen geht es super gut. Wir kaufen die alle. Die sind auch nicht nur in Deutschland und Europa, die sind auch dann mal in den USA. Warum beteilige ich mich nicht daran? Und wenn ich da einen richtigen Mix finde und früh genug anfange, dann haben wir zwar dieses Riesengenerationenproblem, was wir nie wieder zurückgedreht kriegen, weil uns die Kinder fehlen, aber dann bin ich da relativ entspannt.